Falls ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr auch gerne eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Geht mit 1,99 € los, könnt ihr mich noch mehr supporten und unterstützen. Nun viel Spaß mit dem Video. Jojo Leute, was geht und willkommen auf meinem Kanal bei G-Spot zu einem weiteren GTA 5 Online Video. Ich habe mal ein bisschen rumprobiert und habe mal ein bisschen gedacht, wie man mit dem Multimerge trotzdem mehr als zwei Fahrzeuge machen kann. Und mit meinem Kommentar, was ich schon mal in der Telegram-Gruppe reingeschrieben habe, oder Sprachnachricht, damit sollte ich letztendlich auch recht behalten haben. Das ist tatsächlich so. Das hier ist jetzt mein zweiter Wagen, denn daran, wo das liegt, das ist kein Bug, das ist einfach eine Game-Mechanik, die dahinter steckt. Wenn wir den zweiten Wagen schon durch haben, wenn wir dann in unsere Einstellung mal gucken, Zielmodus, steht der auf einmal auf freies Zielen und nicht mehr auf unterstütztes Zielen. Also was brauchen wir? Wir brauchen einen dritten Spieler, der in der Einladungssitzung ist, mit einem anderen Zielmodus jedes Mal. Dann kann man back-to-back nacheinander die Fahrzeuge durchmergen, bis man wirklich keinen Bock mehr hat. Und das werde ich hier in diesem Video drin zeigen, wie das geht, was ihr da anders machen müsst. Wie gesagt, das ist der zweite Wagen. Erstmal reinfahren. Ich fahre erstmal rein. Erstmal was ändern, um das abzuspeichern. Nach wie vor. Nehmen mal die Panzerung kurz so wieder nach draußen. Und dann bestelle ich mir wieder den Buzzard nach draußen. Nach wie vor. So, Buzzard vorher wieder angefordert. Ihr selber seid im freien Zielen. Jetzt könnt ihr vorher nochmal überprüfen. Sobald ich reinfahre, die Einfahranimation bekomme, halte ich 3 gedrückt. Genau. Jetzt trete ich dem Freund bei. Er hat vorher seinen Zielmodus geändert. Er befindet sich auch in einem Job für einen Titan in der privaten Sitzung. Und dem trete ich jetzt einmal bei. Um das mehr zu verdeutlichen, das ist jetzt aus der Sicht des Freundes, was er machen muss. Ihr selber als Merger, der die Autos mercht, befindet sich jetzt im freien Zielen. Und der Dritte, der euch dabei hilft, der ist jetzt im unterstützten Zielen und hat eben die Lobby gewechselt in der neuen Einladesitzung, geht in einen Job für einen Titan und er befindet sich in einer anderen Zielmodusmeldung. Das heißt, wenn ihr im freien Zielen seid, ist er im unterstützten. Habt ihr dann das nächste Auto gemacht, dann seid ihr wieder im unterstützten Zielen, dann muss er wieder ins freie Zielen gehen in der privaten Einladungssitzung in einen Job für einen Titan. Das ist die ganze Lösung dabei, dass ich die erste Meldung bekomme, so ähnlich wie bei Anavac. Habt ihr die erste Meldung, dann tretet ihr jetzt eurem Freund bei, der sich bei euch in eurem Sprintrennen mitbefindet. Dann werdet ihr sehen, dass sich die Meldung wieder zu einer Zielmodusmeldung ändert. Diese nehmt ihr mit X an, dass ihr bereits teilnehmt auch und voilà, ihr seid wieder draußen, könnt wieder nach draußen laufen und in den Buzzard einsteigen und dann wegfliegen und das dritte Auto machen. Wie gesagt, back to back alles an Fahrzeugen, solange bis ihr keinen Bock mehr habt. Thank you.
So, und jetzt fahre ich wieder mit dem Wagen auch wieder im LSC rein, kurz was abspeichern. Ich habe immer noch keine Minimap, wie gesagt. Was ändern, wieder nach draußen fahren. Dann wieder den Buzzard bestellen. Aus der Sicht des Freundes, er hat wieder einen anderen Zielmodus als ihr selber. Das heißt, wenn ihr im freien Zielen seid, muss er im Unterstützten sein. Seid ihr im Unterstützten, muss er im freien Zielen sein. Dann geht er wieder in eine neue Einladesitzung, geht wieder einen Job für einen Titan und dann könnt ihr das nächste Auto machen. Der Freund ersetzt quasi den Anavak. So, in meinem Fall muss jetzt der Freund in einem freien Zielen rein, weil wir selber als Merger in einem unterstützten Zielen sind. Dann geht er wieder in eine Einladungssitzung, geht in einen Job für einen Titan. Ist er dann in der neuen Sitzung angekommen, geht er dann noch schnell in einen Job für einen Titan wieder rein. Das kann der Freund währenddessen machen, während ihr aus dem LSC rauslauft und in einem Buzzard einsteigt, für wieder zurück zur Yacht zu fliegen, um das vierte bzw. nächste Fahrzeug zu machen. Dann ist das die kürzeste Zeit, die ihr dann braucht zu dritt, um das durchzuführen. Dann geht das am schnellsten. So, für das weitere Auto zu machen, Buzzard steht schon wieder draußen, wieder reinfahren, bei der Animation 3 gedrückt halten, bei der Einfahranimation. Jetzt trete ich dem dritten Freund bei, der sich in einer anderen Sitzung, in einem anderen Zielmodus, wie gesagt, in einem Job für einen Titan befindet, der euch dabei hilft. Und habt ihr die erste Meldung, tretet ihr dann wieder dem Freund bei, der sich bei euch in Sprintrennen mit drin befindet, dann werdet ihr sehen, dass die Meldung sich wieder ändert zum Zielmodus. Ihr seht das mit X annehmen, dass ihr bereits teilnimmt auch. Könnt ihr wieder nach draußen laufen, nach wie vor immer noch keine Minimap. Können wir wieder in Buzzard einsteigen und uns das nächste Fahrzeug wieder machen. Ja, mehr gibt es bei diesem Video nicht zu sagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann gebt dem Video auf jeden Fall ein Like und hinterlasst ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr in Zukunft auch nichts mehr. Ich wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende und wir hören uns spätestens im nächsten Video wieder. Bleibt gesund, haut rein und ciao, ciao.